Faust im Nacken. Ein Film, von dem die Welt spricht, weil er ein soziales Problem auf geradezu revolutionäre Art anpackt. Weil er atemberaubend wie selten ein Film den Kampf einer Handvoll aufrechter Menschen gegen die Willkürherrschaft einer skrupellosen Verbrecherbande zeigt. Weil er deutlich macht, dass überall in der Welt die gerechte Sache siegt, wenn die Sauberen und Anständigen nur ihre Angst überwinden. In den Hauptrollen Marlon Brando als Terry Malloy. Eine sensationelle schauspielerische Leistung. Wollen Sie jetzt mal meine Lebensregel wissen? Zuschlagen, bevor der andere zuschlägt. Karl Malden als Pater Barry. Was wollen Sie? Den Revolver. Lee G. Cobb als Johnny Friendly. Wir sitzen hier im saftigsten Hafen mit den fettesten Frachtern und bei jeder Ladung machen wir unseren Schnitt. Und Eva Maria Saint in einem Filmdebüt, das zum Erlebnis wird. Kommen Sie, ich bringe Sie nach Haus. Ich möchte nämlich nicht, dass Sie einer von den Burschen hier belästigt. Sehen wir uns mal wieder? Wozu? Ich glaube kaum. Ja, kann man nichts machen. Na kommen Sie, Edie. Edie! Wer hat das getan, Pater Barry? Wer hat meinen Bruder umgebracht? Komm. Ich denke, ihr wisst jetzt, wo eure Mörder zu suchen sind. Oder wollt ihr zusehen, wie einer nach dem anderen von euch aus dem Weg geräumt wird? Ein Film, der nicht am Schreibtisch erdacht, sondern mit dem Herzblut liebender, leidender und kämpferischer Menschen geschrieben ist. Die Faust im Nacken. Terry! Terry! Ein Film, von dem die Welt spricht. Eine Meisterleistung von Regie, Kamera und Schauspielkunst. Realistisch, aufrüttelnd, durchglüht von Menschlichkeit. Die Liebe zweier junger Menschen, die gemeinsam den Weg aus Schmutz und Elend in eine bessere Zukunft finden. Hey, John Friendly, komm raus, wenn du Mut hast. Du wirst nicht noch ins nasse Grab quatschen.